Der Run auf Wiesn, so wie hier beim Oktoberfest-Einlass 2019, fällt aus. Das aktuelle Wiesn-Plakat, enthüllt im Januar, kann wieder eingepackt werden. Und einen stolzen Oberbürgermeister Dieter Reiter, der mit dem traditionellen Ruf das größte Volksfest der Welt eröffnet, wird es 2020 nicht geben. Das ist eine der zentralen Amtshandlungen eines Münchner Oberbürgermeisters, da anzuzapfen. Das ist aber nicht primär wichtig. Es ist aber für die Münchner und Münchner, für die Bayern insgesamt, 70% der Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests stammen aus Bayern, das zentrale Fest und das Highlight des Jahres, jedenfalls für ganz viele Menschen, und das einfach nicht stattfinden zu lassen, ist schon eine bittere Pille. Die Absage berührt emotional und wirtschaftlich. Da vergeht einem das Zuprosten. Rund 1,3 Milliarden Euro setzen alleine Wirtschaftsbereiche wie die Hotellerie, die Gastronomie oder die Taxiunternehmen außerhalb der Oktoberfestzäune um. Wir sind uns übereingekommen, dass das Risiko schlicht und einfach zu hoch ist. Man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn. Es geht nicht. Wir haben immer Gäste aus der ganzen Welt. Das heißt, es sind ungefähr 2 Millionen ausländische Gäste, die uns im Oktoberfest besuchen. Und da fehlt uns beiden der Glaube, dass wir im Herbst schon sicherstellen können, dass bei 2 Millionen ausländischen Gästen wir sicher sein können, dass hier nicht eine weitere Welle der Corona-Epidemie ausgelöst wird. Eine bittere Pille dürfte die Wiesn-Absage unter anderem für die Bierzeltwirte sein. Kein O-Zapfer auch im Hofbräu-Festzelt. Das Finanzielle ist natürlich ein großer Aspekt, ganz klar. Zumal wir ja auch hier im Biergarten, im Hofbräukeller jetzt momentan keinen Euro Umsatz machen können. Wir haben zwar ein Takeaway eingerichtet, aber das macht natürlich die Sache nicht unbedingt besser. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Diese Leitungen werden heuer von den Schaustellern nicht angezapft. Generell hätte die Zeit auch unser Freund sein können und man hätte jetzt noch 6, 7 Wochen Erkenntnisse sammeln können, wie vielleicht Oktoberfest doch stattfinden kann. Unter Berücksichtigung natürlich der gesundheitlichen Lage. So gesehen, finde ich, war es heute vielleicht zu früh und hätte gerne, wie es bisher war, die Sachen auf Sicht gefahren gehabt. Für die Münchner heißt es jetzt Bier trinken an der Isar mit Abstand auch zur Oktoberfestzeit. Das ist ja irgendwie unsere 5. Jahreszeit auch. Ein paar Freunde, die da auch Geld verdienen, da arbeiten, geht natürlich auch viel verloren. Ja, und so für uns Münchner irgendwie fehlt irgendwie was im Jahr. Das einzig Vernünftige, was man machen konnte, alles andere wäre blanker Wahnsinn. Bereits jetzt ist im Gespräch, Wiesn 2021 um eine Woche zu verlängern, um die Einbußen in diesem Jahr abzufangen. Ob die Idee Sinn macht, sei dahingestellt.